Willkommen zu diesem Video. In diesem Video stelle ich dir die Trading-Software vor, die wir bei Heldenthal nutzen. Ich zeige dir, um welche Software es sich handelt. Wir klären alle wichtigen Fragen zu dieser Software. Ich zeige dir, welche Tools und Einstellungsmöglichkeiten die Software bietet. Und am Ende zeige ich dir noch eine Aufzeichnung von einem Trade, damit du die Software mal in Action siehst. Wir wechseln jetzt rüber zu meinem Bildschirm und dann geht's los. So, willkommen am Bildschirm. Das, was du hier siehst, ist der Heldentrader. Und hier möchte ich jetzt kurz ein paar wichtige Punkte vorab erklären. Der Heldentrader, das ist die Software, mit der du als Trader bei Heldenthal deine Trades absetzt. Denn Heldenthal stellt dir ja einen Trading-Account zur Verfügung. Und damit du eben die Trades absetzen kannst, nutzt du den Heldentrader. Dieser ist nämlich mit deinem Trading-Account verbunden. Das heißt im Klartext, alle Trader bei Heldenthal nutzen den Heldentrader, um die Trades abzusetzen und dann eben auch zu verwalten. Diese Software läuft nur auf Windows. Wenn du ein Mac-Nutzer bist, kannst du aber auch beispielsweise Software wie Parallels nutzen, um eine Windows-Umgebung zu emulieren. Das funktioniert problemlos, machen sehr viele Trader bei Heldenthal, absolut kein Problem. Das Ziel von diesem Video ist es, dass ich dir einfach mal einen Überblick gebe und anreiße, was für verschiedene Features und Einstellungsmöglichkeiten es gibt. Aber natürlich ist es so, dass ich jetzt in diesem Video keine ganzheitliche Erklärung machen kann, einfach weil uns die Zeit dafür nicht reicht. Das heißt, ich zeige dir die wichtigsten Features, die es so gibt, damit du mal reinschnuppern kannst. Während der Zusammenarbeit gibt es natürlich auch ausführliche Software-Schulungen, zum einen in Form von Videokursen, wo die Bedienung der Software genau gezeigt wird. Da gibt es auch Templates zum Runterladen, dass man da schon voreingestellte Templates dann nutzen kann. Da wird alles genau gezeigt. Außerdem haben wir bei Heldenthal jede Woche Donnerstag um 18 Uhr ein Software-Meeting, wo es nur um das Thema Software geht, wo du Fragen stellen kannst. Und das heißt einfach, dass du keine Sorge haben musst, dass du, wenn du vielleicht mit dem Thema Software nicht ganz so vertraut bist, dass du da alleine gelassen wirst oder dass das zu schwierig für dich ist. Da ist auf jeden Fall genug Hilfe vorhanden. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Überblick und gucken uns mal die wichtigsten Features an. Ich habe hier unten im Bildschirm, wie du sehen kannst, ein paar Reiter erstellt. Die klicken wir jetzt nachher nach durch. Wir starten hier mit den Charts. Der Punkt, den ich hier rüberbringen möchte, ist, dass es alle gängigen Chart-Möglichkeiten hier natürlich gibt. Ja, das heißt, wir starten jetzt hier mal, du hast Candlestick-Charts, du hast Bar-Charts, es gibt auch hier Cluster-Charts, also Footprint-Charts, wo du nicht nur die Preisbewegung, sondern auch das Volumen siehst. Das Ganze kann natürlich auch farblich hinterlegt werden, wie du das hier siehst. Das kann man alles einstellen und man kann auch noch eine Ebene tiefer gehen und kann hier auch sich angucken, wie viel wird auf dem Bid gehandelt, wie viel wird auf dem Ask gehandelt. Ja, da kann man sich hier unten zum Beispiel noch das Volumen anzeigen lassen, das Delta. Nutze ich persönlich jetzt nicht so gern, aber wer das nutzen möchte, der kann das natürlich tun. Ja, das heißt, du siehst, es gibt eine Vielzahl an Charts, die du nutzen kannst. Und das ist das Erste, was ich dir zeigen wollte. Ja, natürlich kann man alles einstellen, auch die Farben, sollte alles klar sein. Gängige Indikatoren sind natürlich auch alle verfügbar, aber ich dachte, wir kümmern uns jetzt hier in diesem Video eher um die spannenden Sachen und jetzt nicht irgendwelche Standardindikatoren. Als Nächstes möchte ich dir die Order Execution zeigen. Bei der Execution Software kommt es ja darauf an, dass du Trades absetzen kannst. Was ich dir hier zeigen möchte, ist, dass du mit dieser Software in jedem Fenster die Möglichkeit hast, Trades abzusetzen. Ich kann hier in jedem Chart auf dieses Symbol hier oben klicken, kann ich auch in den Orderbüchern machen. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier mit den Buttons Positionen zu eröffnen. Ich kann auch hier direkt einen Stop-Loss reinsetzen und einen Take-Profit. Das funktioniert alles einwandfrei. Das heißt, es ist wirklich, wie du siehst, in jedem Chart, in jedem Orderbuch möglich, Trades zu eröffnen. Es gibt auch hier auch ein extra Order-Entry. Wenn du das zum Beispiel nicht über einen Chart machen möchtest oder ein Orderbuch, gibt es hier eben ein extra Fenster, wo du das dann alles eintippen kannst. Und dann kannst du die Order platzieren. Das ist auch möglich. Jetzt noch wichtig, es gibt hier auch Mouse-Trading, das heißt, hier hast du die Möglichkeit, direkt Positionsgröße auszuwählen und per Links- und Rechtsklick Limit- und Stop-Orders in den Markt reinzulegen. Das siehst du jetzt hier nicht, weil der Markt zu dieser Zeit, wo ich das Video aufnehme, noch geschlossen hat. Und das ist übrigens auch der Grund, warum diese Buttons hier gerade ausgegraut sind. Das heißt, was ich dir eben hier jetzt gerade zeigen wollte, ist, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, wie du schnell und einfach und sicher wirklich deine Trades eröffnen kannst, ohne dass du da durcheinander kommst oder aus Versehen den falschen Knopf drückst. Ja, das heißt, hier ist wirklich für jeden was dabei. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig bei einer Execution-Software, dass das alles schnell funktioniert. Jetzt möchte ich dir noch zeigen, welche Tools es gibt, um einmal die Market-Orders anzeigen zu lassen und einmal die Limit-Orders. Wir starten mit den Market-Orders. Die Market-Orders sind die Orders, die den Markt bewegen. Ich habe jetzt hier mal, wir haben jetzt vorbörslich, es ist circa 2 Stunden vor Börseneröffnung oder 1 Stunde vor Börseneröffnung, wir haben gerade Zeitumstellung.
Wir haben jetzt hier verschiedene Tools, mit denen wir die Market Order sehen können. Ich sehe gerade, es ist tatsächlich 2 Stunden vor Börseneröffnung, aber hier in der FRC-Aktie ist trotzdem schon einiges los, wie du sehen kannst. Hier können wir die Market Orders sehen in diesen Tools. Das heißt, du hast Time and Sales Listen, wo du das sehen kannst. Da siehst du natürlich auch in einem Footprint Chart, so wie hier, oder hier in einem Scalper. Das ist ein Orderbuch, wo zusätzlich noch die Market Orders in diesen Kreisen angezeigt werden. Gleichzeitig hast du auch die Möglichkeit, dir das in Form von Volumenprofilen anzuzeigen. Zum Beispiel habe ich das jetzt hier so eingestellt, dass jede halbe Stunde ein Volumenprofil gezeichnet wird. Das ist jetzt nicht die FRC-Aktie, das ist jetzt nicht Tesla, aber das spielt keine Rolle. Geht einfach nur ums Prinzip. Diese Balken hier, die zeigen dir natürlich auch das gehandelte Volumen. Was ich dir hiermit zeigen möchte, ist, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, dir das gehandelte Volumen anzeigen zu lassen. Die Informationen, die du hier siehst, die sind gleich zu 100%. Es wird nur anders dargestellt und da kannst du dir halt eben das auswählen, wo du die Informationen für dich am besten visuell verarbeiten kannst. Das heißt, die Einstellungsmöglichkeiten haben wir alle durchgesprochen. Den Scalper, das ist eben ein Orderbuch, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wo du auch die Market Orders in Form von diesen Kreisen hier sehen kannst. Und wenn sich im Orderbuch was ändert, wenn Orders raus oder reingezogen werden, dann siehst du hier immer dieses Plus und dieses Minus. Das heißt, dass da gerade Orders hinzugefügt werden oder abgezogen werden, Limit Orders. Dann haben wir noch den Tick Chart, den sehen wir jetzt hier. Hier siehst du auch die Market Orders und zwar in Form von diesen Kreisen. Rot sind Verkäufer, blau sind Käufer. Das werden wir auch gleich nochmal sehen beim Thema Limit Orders, denn das ist eine Kombination hier aus Orderbuch und Time and Sales Liste visuell. Das heißt, wir sehen in den Balken die Limit Orders und in den Kreisen die Market Orders und wir haben halt hier einen enormen Vorteil. Und dieser Vorteil ist, dass wir unbegrenzt mit diesem Datenfeed, den wir hier nutzen, in den Markt reingucken können. Ja, das heißt, wir können quasi unendlich weit hier in Angebot und Nachfrage reinschauen und auch auf Preisen, die sehr weit entfernt sind, können wir hier sehen, wo hohes Angebot und wo hohe Nachfrage im Markt vorhanden ist. Ja, und hier sieht man halt eben auch die Market Orders in Form dieser Kreise. Das heißt, auch hier siehst du, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, hier die Market Orders anzeigen zu lassen, die du dann für dein Trading nutzen kannst, um Trading-Entscheidungen zu treffen. Jetzt schauen wir uns noch die Limit Orders an. Dafür habe ich dieses Fenster hier vorbereitet. Das sind alles Orderbücher. Das heißt, hier sehen wir Limit Orders, die sind passiv, die halten den Markt quasi auf. Wir haben überall die gleiche Aktie, das heißt die Zahlen, die du siehst, das ist wichtig, dass du das verstehst, die Zahlen an sich, die Daten, die sind überall gleich. Da spielt es keine Rolle, was für ein Tool du nutzt. Das ist auch bei den Market Orders so, das ist bei jedem Tool so. Ein Tool zeigt dir die Information nur an, es ändert die Information nicht. Ja, es liegt dann an dir, die Information richtig zu interpretieren. Und hier haben wir eben verschiedene Orderbücher, die dir ja die gleichen Daten anzeigen, aber die sich anhand der Features leicht unterscheiden. Hier bei diesem Scalper haben wir zum Beispiel diese Bubbles noch drin, wo du auch gleichzeitig die Market Order sehen kannst. Und hier hast du auch die Möglichkeit, die anzeigen zu lassen, wie viele Limit Orders gerade hinzugefügt werden oder abgezogen werden. Links, das ist ein klassisches Aktienorderbuch, eine Market Dev, das nutze ich am meisten. Hier haben wir noch eine Matrix und ganz rechts hast du schon kennengelernt, ein visuelles Orderbuch. Das heißt, hier siehst du wirklich in den Balken unterhalb alle Kauflimit-Orders, die Balken überhalb in Rot alles Verkauflimit-Orders und dann siehst du anhand der Kreise die Market-Orders. Das heißt, hier kannst du halt auch dann das Orderbuch auswählen, was für dich die Information am besten darstellt und das dann für deine Trading-Entscheidung nutzen. Das heißt, was ich dir einfach zeigen möchte, ist, dass egal, was für ein visueller Typ du bist, wo du das Ganze am besten erkennst, es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, dass du dir das so anzeigen lassen kannst, wie das für dich am einfachsten aufzufassen ist. Jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch eine Trade-Aufzeichnung zeigen, wie anfangs versprochen, damit du einfach mal siehst, wie man diese Tools dann in der Praxis nutzen kann. Ich habe hier an einem Tag den Bildschirm aufgezeichnet und das ist übrigens auch ein Trade, den ich dann später in unserem Donnerstags-Webinar, wo es um das Thema Strategie geht, vorgestellt habe. Das heißt, da konnten dann alle Trader eben Fragen stellen, die Trade-Aufzeichnung sehen. Ich bin halt der Meinung, dass es für Trader, um zu lernen, immer besser ist, wenn sie es wirklich mal in der Praxis sehen, wenn sie wirklich auch anhand von einer Videoaufzeichnung sehen, was hat der Coach denn getradet, wo ist er denn genau eingestiegen, warum ist der dann eingestiegen und dass man dann halt die Möglichkeit hat, das anhand von solchen Aufzeichnungen nochmal wirklich auseinander zu pflücken. Das ist aus meiner Erfahrung für den Lerneffekt der Trader sehr, sehr gut. Das haben wir hier dann auch in diesem Donnerstags-Webinar gemacht. Ich möchte jetzt allerdings nicht auf den Trade an sich eingehen, sondern eher auf die Software-Tools. Das heißt, hier siehst du halt dann eben einen Footprint-Chart, wo man das Volumen sehen kann. Ich habe dann hier zum Beispiel diese Volumenprofile genutzt, um meinen Einstieg auch zu teilen. Hier hat man eine recht interessante Situation gesehen. Bei dieser blauen Linie hier bin ich eingestiegen in der Intel-Aktie. Und auch diese
Heatmap hier unten, dieses visuelle Orderbuch, hat eine wichtige Rolle gespielt. Und zwar hatte ich hier nämlich die Möglichkeit, hier zu sehen, je dicker dieser Balken ist hier, desto mehr liegt im Orderbuch. Das ist jetzt eine etwas andere Einstellung, wie wir sie gerade gesehen haben. Da war das nämlich so, dass je heller die Farbe, desto mehr liegt im Orderbuch. Hier habe ich das jetzt so eingestellt, je dicker dieser Balken hier, du siehst diese ganzen Striche hier, die werden manchmal dicker und dann wieder dünner. Hier ist das eben so eingestellt, je dicker dieser Balken, der ist jetzt gerade so dick wie mein Mauszeiger, desto größer ist die Order, die hier im Orderbuch liegt. Und hier war halt auf der 30-Dollar-Marke eine sehr, sehr große Order im Orderbuch, also überhalb vom Kurs. Und das ist halt sehr, sehr interessant in so einer Situation, denn das ist wie ein Magnet für den Markt. Und dadurch konnte ich halt auch sehr visuell, sehr einfach diese Information nutzen, um diesen Trade dann auch einzugehen. Ja, das heißt, das ist dann halt auch wichtig, wenn es darum geht, gute Entscheidungen zu treffen. Und hier hast du halt wirklich die Möglichkeit, dir verschiedene Layouts einzurichten. Du kannst auch gerne Termine vereinbaren, Coaching vereinbaren, wenn du Hilfe dabei brauchst. Es ist natürlich alles ausführlich erklärt. Jede Woche gibt es, wie gesagt, auch ein Webinar nur dazu zum Thema Einstellung. Das heißt, da hast du dann auf jeden Fall die Möglichkeit, alle deine Fragen zu stellen. Und so habe ich das dann halt benutzt, diese Tools, um dann diesen Trade zu machen. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht zu sehr vom Thema abdriften und dann den Trade besprechen. Das haben wir intern gemacht für die Trader, die bei Heldental dabei sind. Und das war es jetzt erstmal für die Vorstellung vom Heldentrader, für den groben Einblick. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal am Trading Floor für ein paar abschließende Worte. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und du hast einen Einblick in eine unserer Softwares bekommen. Falls du noch irgendwelche offenen Fragen hast zu unserer Software, lass es uns gerne unten in den Kommentaren wissen. Außerdem würde uns natürlich interessieren, welche Software du aktuell in deinem Trading nutzt und was dir an dieser Software am besten gefällt. Wer sich für eine Zusammenarbeit interessiert, kann sich gerne auf www.heldental.com unverbindlich informieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, dein Heldental-Team.